Nein, noch nicht. Das mache ich alles nur privat. Vielleicht kommt sie jetzt hinter der Sendung. Mal sehen. Viel Glück dafür und auch für das Spiel, Claudia. Danke. Thomas, hi, so ne, sayonara. Hat ihn immer so. Finkenstedt. Wo gänge das gar? Arigato. Oh, Thomas, Sie sprechen sehr gut Japanisch, wie man sieht. Und ich kann es nur ein bisschen Hitori Chapitanai Otoko no. Not too bad. Wie kommt es dazu, dass Sie so gut Japanisch können? Ich kann nicht gut Japanisch, ich kann gerade mal so in Japan nicht verhungern. Das ist schon eine ganze Menge. Ich bin japanisch beruflich sehr stark engagiert, bin häufig drüben. Und Sie lieben Japan? Außerordentlich. Ich auch. Japan ist ein bisschen wie die Deutschen, ist das nicht so? Ja, das ist ich habe auch immer gesagt, die Japaner sind die Deutschen im Osten. Ja, das stimmt. Bis auf den Nahrung. Also rohen Fisch zum Frühstück, der noch möglichst ein bisschen zappelt, ist nicht jedermanns Sache. Aber muss mich auch dran gewöhnen, aber man kann es. Thomas, viel Glück für Sie heute Abend. Danke. In allen dreien, toi, toi, toi. Ja, von mir auch viel Glück. Ich werde mich um die Geschenke kümmern. Viel Spaß. Okay, tschüss Angelika, bis dann. Ja, hier die Spielregeln. Ich werde eine Frage stellen und der erste von Ihnen, der auf den Summer drückt, muss antworten. Wenn die Antwort richtig war, bekommt derjenige 5 Mark. War sie falsch, müssen wir 5 Mark abziehen. Der Spieler mit dem höchsten Kontostand hat am Ende das Spiel gewonnen und dann die Möglichkeit, einen fantastischen Preis zu gewinnen bzw. zu kaufen. So, als, die Summer zuerst. Claudia. Funktioniert. Thomas. Funktioniert auch. Manuela. Funktioniert alles bestens. Als Startkapital erhält jeder von Ihnen 20 Mark. Toi, toi, toi für heute Abend. Hier die erste Frage in der ersten Runde. In welchem Stadtteil von Los Angeles werden die meisten Filme am Meer... Manuela? Hollywood. Hollywood ist richtig, hoch auf 25. In welcher asiatischen Hauptstadt ist der Platz des himmlischen Friedens... Claudia? Peking. Ist richtig. Wie nennt man das Genre der Zukunfts- und Weltraumliteratur? Manuela? Science Fiction. Ist richtig, Manuela. Wie hieß der Zusammenschnitt der besten Werbespots, die in Cannes vorgestellt... Claudia? Cannes-Rolle. Ist richtig. Welche Krise zwischen den USA und der UdSSR versetzte 1962-63? Thomas? Korea-Krise. Ist richtig. Nein, die Kuba-Krise. Was wird aus dem Rogen von Stören und Lachs? Manuela? Kaviar. Kaviar stimmt. Es klingelt, Zeit für die erste Geschenkboutique. Kontostand Thomas 15, Claudia 30. Manuela, unser Champ führt mit 35 Mark. Sie haben jetzt die Möglichkeit, den ersten Preis zu kaufen. Die Bresser Optik Professional Line. Sie bringt technische und optische Perfektion auf die denkbar kleinste Form. Das Handy-Fernglas von Bresser kostet normalerweise 189 Mark. Sie können es heute Abend für nur 6 Mark mitnehmen. Erwerben, ein Angebot von Bresser Optik bei Hop oder Top. So, das passiert mir so oft, das ist auch kein Problem. Mensch, wir doch mal raus, ich bin mal etwas schauen, nervöser. Wo ihr hingucken könnt. Das ist ja wirklich toll. Man sieht ja die Sommersprosse von der Manuela. Manuela, sind Sie interessiert? Oh nein. Nein, ich habe sowas wirklich zu Hause. Ach so. Ja. Für 5 Mark auch nicht? Nein. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten nicht verkauft? Kein Problem, ich verstehe das. Sie wollen heute Abend gewinnen, Sie spielen um viel Geld. Kontostand hat sich nicht geändert. Hier die nächste Frage. Wer hat im Matriarchat das Sagen? Claudia? Die Frauen. Die Frauen, stimmt. Hoch auf 35, Gleichstand mit Manuela. Wie heißt das politische und religiöse Oberhaupt des tibetischen Lama? Manuela? Dalai Lama. Dalai Lama ist richtig. Auch der Panchen-Lama. Wie heißt der größte Vulkan Europas, der sich auf der Insel... Thomas? Etna. Etna ist richtig. Hoch auf 20. Wie wird der Fuchs in der Fabel genannt? Manuela? Reinecke-Fuchs. Reinecke, stimmt. Kontostand, Thomas 20, Claudia 35, Manuela 45 Mark. Zeit für unser erstes Bonusspiel. Auf der Tafel nebenan sehen Sie 9 Nummern. Hinter einer Nummer haben wir einen 10 Mark Bonus versteckt. Finden Sie den Bonus, kommen die 10 Mark auf Ihr Spielkonto. Jeder darf nur einmal antworten, das heißt, antworten Sie falsch. Werden zwar keine Punkte abgezogen, aber Sie scheiden aus dieser Spielrunde aus. Hier die Frage. Wer bin ich? Ich bin ein britischer Forschungsreisender und wurde 1813 bei Glasgow geboren. 1840 kam ich als Missionar nach Afrika und unternahm dort mehrere Expeditionen in Claudia. David Livingstone. Ist richtig, Claudia. Sehr schön. Wo vermuten Sie den Bonus? Ich nehme die 8. Da sind wir mal gespannt. Herzlichen Glückwunsch, Claudia. Mit diesem Rasierapparat der Firma Braun ist jeder Morgen Ihr Freund. Braun Flex Control mit dem Schersystem mit Doppelfolie rasiert sanft und schonend. Qualität im Wert von 269 Mark aus dem Hause Braun. Schenken Sie es halt Ihrem Freund bei Hop oder Top? Genau, Claudia. Ich habe leider keinen Freund, aber das macht ja nichts. Kommt noch mit dem Rasierer. Der Rasierer ist schon da. Ja. Der wird sich wundern. Genau.
Prima, Kontostand hat sich nicht geändert. Hier die nächste Frage. Wie nennt man das geistliche Theaterspiel über das Leben und Sterben Christi, das noch heute alle 10 Jahre in Oberammergau aufgeführt wird? Claudia? Die Oberammergauer Passionsspiele. Ist richtig, Claudia. Hoch auf 40. Wie nennt man mit einem Kurzwort die zur Unterwasserfahrt geeigneten Schiffe? Manuela? U-Boot. Ist richtig, Manuela. Hoch auf 50, wieder in Führung. Auf welchem Kontinent leben die Gnus? Manuela? Afrika. Richtig, Manuela. Wer ist der Hauptverfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 17? Manuela? Washington. Nein, Thomas Jefferson. Runter auf 50, tut mir leid. Wie heißt die Meeresenge, die den Atlantischen Ozean und das Mittelmeer verbindet? Manuela? Gibraltar. Ja, richtig, genau? Straße von Gibraltar, ja. Nehmen wir durch. Hoch auf 55. Welches zerbrochene Geschirr war in einem Theaterstück von Kleist? Thomas? Der zerbrochene Krug. Ist richtig, Thomas. Es klingelt wieder. Wieder Zeit für die zweite Geschenkboutique und Manuela darf schon wieder kaufen. Die Messergarnitur von Dreizack. Geschmiedete Messer aus rostfreiem Edelstahl für Meister und Hobbyköche. Dazu der Messerblock von Zwilling. Beide Preise kosten zusammen normalerweise 369 Mark. Bezahlen Sie heute nur 9 Mark. Ein Angebot von Dreizack und Zwilling bei Hopp oder Top. Ja, das schneidet alles ganz klar ab, oder? Wie ist das? Tschick, tschick, tschick. Oh, super. Japanisch, Thomas. Aber Manuela kann es kaufen. Für 9 Mark. Hm, zu scharf für meine ungeschickten Finger. Ja, das lernt man da. Manuela, was sagen wir? 8 Mark? Ich habe Narben. Und schlechter. Sagen wir 8 Mark und was sehe ich da? 50 Mark dazu, einmal. 100 Mark dazu, zum zweiten. 300 Mark dazu, zum dritten. Nicht verkauft. Gut, Manuela, dann nehme ich sie wieder mit. Kontostand hat sich nicht geändert. Und hier, liebe Zuschauer, eine Zuschauerfrage nur für Sie zu Hause. Für welche Naturerscheinung gibt es in der Sprache der Eskimos ungefähr 20 verschiedene Wortbeschreibungen? Wissen Sie es? Ich gebe Ihnen die Antwort nach der Pause. Bekannt geworden ist sie durch die Filme Die Farbe Lila, Jumping Jack Flash und Ghost. Bei Tele5 ist sie in ihrer ersten Fernsehserie zu sehen. Whoopi ist Brenda. Brenda ist der tobende Besen. Ich soll die Luft anhalten, Deborah? Ich kann die Luft nicht anhalten, weil ich sonst platze. Die friedliche Mama. Oh ja, das werde ich. Das wirst du nicht. Ich habe keine Angst vor dir. Ach, hast du nicht? Und der schiefe Haussegen. Whoopi Goldberg in ihrer Glanzrolle bei Tele5 in Bagdad Café. Heute 21 Uhr. Ja, hier sind wir wieder bei Hopp oder Top. Ich hatte für Sie eine Frage. Für welche Naturerscheinung gibt es in der Sprache der Eskimos ungefähr 20 verschiedene Wortbeschreibungen? Wussten Sie es? War nicht so schwer. Für den Schnee natürlich. Und im Arabischen, lese ich gerade, gibt es sogar 1000 verschiedene Wörter für Kamel. Interessant, nicht? In Indien 400 für Kuh. Was haben wir so? Naja, denken wir später drüber nach. Kontostand, Thomas 25, Claudia 40, Manuela, unser Champ, führt mit 55 Mark. Noch ist nichts entschieden, alles ist noch offen, es kommen eine Menge Fragen. Hier die nächste. Wie nennt man die Fische mit pferdeähnlichem Kopf, die in senkrechter... Thomas? Nurhahn? Nein, das Seepferdchen. Runter auf 20. Der dritte Schlesische Krieg von 1756 bis 1763 erhielt den Beinamen nach seiner Dauer. Wie heißt er? Der Siebenjährige Krieg. Wie heißt ein zu Facetten geschliffener Diamant? Manuela? Brillant. Brillant ist richtig. Wie hieß der berühmte künstlerisch tätige Sohn des Rechtsanwaltes Piero da Vinci? Claudia? Leonardo da Vinci. So ist es. Hoch auf 45. In welchem Land spielt der Film Fitzcarraldo? Thomas? Brasilien. Ist richtig, Thomas. Punktestand, Thomas 25, Claudia 45, Manuela, Sie führen noch mit 60 Mark. Das Fritzchen freut sich. Zeit für unser zweites Bonusspiel. Der 10-Mark-Bonus ist noch da. Jetzt ist dazu der 15-Mark-Bonus dazugekommen. Zwei Möglichkeiten für Sie, Ihr Konto aufzubessern. Hier die Frage, wer bin ich? Ich bin ein Ire. 1733 in Dublin geboren und dort gestorben. Mein Vater starb vor meiner Geburt. Mein Onkel hat mich streng und lieblos erzogen. Ich war zuerst Sekretär eines Schriftstellers, dann Geistlicher. Thomas? Ich hoffe, Bernard Shaw. Nein.
Thomas, Sie scheiden aus. Claudia und Manuela, Sie beide spielen weiter. Dann Geistlicher. Und ich begann, Satiren zu schreiben und sie als Flugblätter unters Volk zu bringen. Ein Buch machte mich unsterblich. Es heißt, Manuela? Utopia? Nein. Sie haben leider zu früh gedrückt. Gleich werden Sie es wissen. Es heißt, Sie spielen weiter, Claudia, Gullivers Reisen. Mein Vorname ist Jonathan, Jonathan. Mein Nachname beginnt mit S. Ich bin, Claudia? Swift. So ist es, Claudia. Ja. Prima. Schauen Sie hin, welches fällt für Sie. Jetzt die 4. Oh, ich glaube... Ja. Prima, Claudia. Ja, damit wird es richtig spannend. Claudia 55, Thomas 25 und Manuela führt noch mit 60. Die nächste Frage. Welcher Fechtdisziplin gilt der ganze Körper als Trefferfläche? Beim Degenfechten. Wie heißt die amtliche Bezeichnung für unsere Uhrzeit? Manuela? Mitteleuropäische Zeit. Richtig, Manuela. Auf 65. Prima. In welchen Blutkörperchen kommt der Farbstoff Hämoglobin? Thomas? Roten Blutkörperchen. Roten Blutkörperchen, jawohl. Hoch auf 30. Amsterdam ist zwar die Hauptstadt der Niederlande, der Sitz der Regierung, aber... Claudia? Ist Den Haag. Ist in Den Haag, richtig. Es klingelt. Zeit für die dritte Geschenkboutique. Manuela, Sie führen. 65 Mark haben Sie, 5 Mark im Vorsprung. Der dritte Preis könnte Ihnen gehören. Mit dem Kleidersack von Pierre Cardin sind Sie auf jedem Flughafen zu Hause. Pierre Cardin, erstklassige Qualität und praktische Funktionalität. Normalerweise kostet dieser Kleidersack 395 Mark. Heute Abend nur 16 Mark als Angebot von Pierre Cardin bei Hopp oder Top. Beste Qualität, nur 16 Mark. Sie haben ja so schöne Kleider, Manuela, die würden da gut reinpassen, wenn Sie jetzt demnächst viel da rumfliegen müssen. Ja, aber der Kleidersack, der wäre mir zu unhandlich. Ich bevorzuge eigentlich einen Koffer. Schauen Sie mal, wie das normalerweise geht. Das geht dann so, wissen Sie, das geht sehr handlich. Sieht das sehr schick aus. Wenn ich den bei meiner Größe von 1,50 ein bisschen am Henkel habe, dann schleift der am Boden. Das ist nicht gut. Na ja, gut, sagen wir mal, vielleicht schleift er nicht so sehr, wenn ich sage 100 Mark dazu Cash. Vielleicht schleift er noch weniger, wenn ich sage 200 Mark dazu, wenn ich sage 300 Mark dazu. No. Wenn ich sage 400 Mark dazu, wenn ich sage 500 Cash dazu. Nein, Andreas. Wenn ich sage 1000 Mark bar dazu, zum ersten, zum zweiten und zum dritten, nicht verkauft. Ich verstehe es. Thomas und Claudia, Sie hätten ihn gerne genommen dafür, nicht Sie alle. Oh. Alles klar, hier die nächste Frage. Welches volkstümliche Jazzinstrument diente früher der Hausfrau zum Wäschewaschen? Claudia? Waschbrett. Ist richtig, Claudia. Hoch auf 65, Gleichstand mit Manuela. Sehr spannend. Wie heißt der höchste Gebirgsteil des Apennin? Manuela? Ja, Alpen. Nee. Nein, die Abruzzen. Runter auf 60. Wie nennt man den Versuch, einen gewonnenen Meisterschaftstitel zu verteidigen? Manuela? Championat. Oh nein, die Titelverteidigung. Kontostand Thomas 30, unser Champ Manuela 55. Claudia, Sie führen 10 Punkte Vorsprung, 65 Mark für Sie. Zeit für unser drittes Bonusspiel. Der 10-Mark-Bonus wurde abgeholt. Der 15-Mark-Bonus ist noch da, jetzt ist dazu der 25-Mark-Bonus gekommen. Zwei Möglichkeiten noch für Sie, das Spiel für sich zu entscheiden. Hier die Frage. Wer bin ich? Ich bin ein kleines Fürstentum in Europa. Manuela? Monaco. Monaco stimmt, unser Champ! Ja, Sie wissen eigentlich meistens, wo der Bonus steckt. Was vermuten Sie dieses Mal? Ich empfinde es als so selten. Ich versuch's mit der 2. Mal sehen, was man hinter der 2 versteckt hat. Manuela, müde, geschwollene Füße können Sie ab jetzt vergessen, denn dieses Fußmassagegerät der Marke EWT aus dem Hause Saturn Hansa gehört jetzt Ihnen. Ein nützlicher Preis im Wert von 129 Mark von Saturn Hansa bei Hopp oder Top. Naja. Naja. Ist okay, der Preis, oder? Ist gesund. Ist gesund, das ist die Hauptsache. Gesund bleiben. Angelika, wo sind die anderen Bonusfelder? Nummer 15 haben wir unter der 1 versteckt. Und alle guten Dinge sind 3, hier ist die 25. Ja, und noch ist nichts entschieden. Alles ist noch offen, denn wir kommen jetzt gleich zu unserer Temporunde. Liebe Zuschauer, ich glaube, Sie bleiben dabei. Bis dann. Ungewöhnliche Geschichten von Roald Dahl. Man nehme einen Junggesellen
und zwei konkurrierende Heiratsanwärterinnen. Und schon kann die Schlacht beginnen. Dass das Objekt der Begierde auch noch in Mitleidenschaft gezogen wird, ist nicht im Sinne des Erfinders. Sehen Sie bei Tele 5 Joseph Cotten in Roald Dahls Ungewöhnliche Geschichten. Heute 21.25 Uhr. Hopp oder Top sucht laufend Kandidaten. Wäre das was für Sie? Schicken Sie einfach einen adressierten und frankierten Rückumschlag mit Ihrer Bewerbung an. Grundi TV-Produktion, Stichwort Kandidat für Hopp oder Top, Herzog-Rudolfstraße 6 in 8000 München 22. Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder in der dritten Runde, in der Schnellraterunde. Unser Champ Manuela, die heute Abend um das Auto spielt, um das kleine, süße Autochen, ist ein bisschen in Bedrängnis geraten durch die Claudia. Der Kontostand ist 30 für den Thomas, Manuela 55, Claudia 65 Mark. Aber nichts ist entschieden, denn Sie wissen, in unserer Temporunde geht's mit Menge Fragen gut weiter. Ich stelle kurze Fragen und die Zeit läuft. Für jede korrekte Antwort erhalten Sie 5 Mark. Für jede falsche Antwort ziehen wir 5 Mark ab. Sie haben 60 Sekunden Zeit. Toi, toi, toi. Viel Glück und los, wie nennt man Astronauten in der UdSSR? Manuela? Kosmonauten. Richtig, in welchem Staat der USA liegt die Everglades? Manuela? Florida. Richtig, wer sagte, ich kam, sah und siegte? Thomas? Cäsar. Richtig, welches Blasinstrument erfand der Franzose Antoine Joseph Sachs? Saxophon. Richtig, welche deutsche Stadt wurde 1871 zur Reichshauptstadt? Hau Thomas? Berlin. Richtig, in welcher Stadt wurde die Künstlervereinigung der Blaue Reiter gegründet? München. Claudia? Bitte? München. Richtig. Was ist ein Curriculum Vitae? Thomas? Ein Lebenslauf. Richtig. Aus den Kernen welcher Frucht wird Marzipan gemacht? Manuela? Mandeln. Richtig. Wie heißt der größte Breitenkreis der Erde? Manuela? Äquator. Richtig. Wie heißt das Ergebnis des Addierens? Manuela? Summe. Richtig. Wer schrieb das Glasperlenspiel? Thomas? Rilke. Nein, Hermann Hesse. Wer trug den Beinamen Sonnenkönig? Claudia? Nicht der 14. Richtig, wer hat Troja ausgegraben? Manuela? Heinrich Schliemann. Schliemann, ja. Es stimmt. Es stimmt. Nein. Ist wieder ein Champion. Claudia. Herzlichen Glückwunsch, Manuela. Ja. Super. Ja. Thomas und Claudia, Sie haben fantastisch mitgespielt. Puff. Claudia, Sie waren eine wunderbare Kandidatin. Es ist wieder mal sehr knapp gewesen. Für Sie der Braunrasierer im Wert von 269 Mark. Viel Spaß. Thomas, auch Sie waren ein ganz toller Kandidat. Leider konnten Sie nichts kaufen, nehmen nichts mit nach Hause. Wir hoffen, Sie hatten trotzdem Spaß. Vielen Dank. Ja, Thomas und Claudia, ich danke Ihnen fürs Mitmachen. Claudia, es hat nicht sollen sein. Ich weiß, es tut Ihnen sehr leid. Es ist sehr knapp gewesen. Aber Sie bekommen noch einen kleinen Trostpreis mit. Da ist er. Kein Auskommen für Ihr Einkommen. Diese Geldscheinklammer ist aus reinem 925er Sterling Silber mit einer 24-karätigen Goldaufschrift vom Juwelier Hämmerle in München. Bei Hopp oder Top. Andrea, es ist wahnsinnig. Eine glückliche Frau, Manuela Flaschinski, liebe Zuschauer. Fritzchen, du bist auch glücklich, oder? Du hast dir wirklich Glück gebracht. Und wie, ja. Eine spannende letzte Runde war das. Wir haben alle gezittert hier. Mein Herz klopft jetzt noch. Ich glaube, unseren Zuschauern auch. Und wir schauen mal, was Sie jetzt heute Abend gewonnen haben. Gehen wir einkaufen. Ja, Manuela, mit... Oh, davon haben Sie auch einiges. Mit 659 Mark. Danke. Haben Sie auf Ihrem Spielkonto das schöne Auto da hinten gewonnen. Was fahren Sie denn zu Hause? Einen 13 Jahre alten Wartburg. Gekauft. Wartburg? Ist ja richtig modern, das Auto. Ja, gekauft für 2000 Mark. Und jetzt haben Sie eins im Wert von über 60.000 Mark. Das ist... Ja, liebe Lübbenauer, aus Lübbenau kommt nämlich Frau Flaschinski. Sie werden demnächst Frau Flaschinski nicht mehr im Wartburg sehen, sondern in einem richtigen diamantschwarzen BMW. Und glücklich, oder? Und glücklich. Schön, schauen wir uns das Auto mal genauer an.
BMW. Leistungsstarke Technik, hochwertige Qualität. Das Original der sportlichen Mittelklasse. BMW 525i in Diamant-Schwarz-Metallic mit Alufelgen, elektrischem Schiebedach. Dazu dieser wertvolle Original-BMW-Schlüsselanhänger aus 24 Karat Gold mit 4 echten Brillanten im Wert von 1.500 Mark. Ein Traumwagen zum Preis von insgesamt 63.200 Mark für 610. BMW. Aus Freude am Fahren. Das ist ein Schlitten. Aber Sie wissen, nicht schneller als 100 fahren bei den Schlaglöchern. Oh. Das ist gefährlich. Aber mit diesem BMW sind Sie sicher aufgehoben. Nun ja, Sie können natürlich auch diesen riskieren, weiterspielen. Und zwar um diesen Jackpot. Der steht bei wie viel, Stefan? Heute Abend bei 82.000 Mark. Das ist auch nicht schlecht. Das ist sogar noch viel mehr. Natürlich können Sie auch diesen riskieren. Sie wissen es, weiterspielen um all die Preise, die Sie demnächst sehen. Im Wert von über 200 oder ganz genau, was haben wir da? 200 und 9.255 Mark. Ja, Sie können sich entscheiden. Nehmen Sie das Auto, gehen nach Hause, wir sehen uns nie mehr wieder. Sie haben zu Ende gespielt und ich werde traurig sein. Sie haben mich doch verlassen, obwohl Sie gesagt haben, Sie bleiben immer bei mir. Oder Sie spielen weiter. Ich gebe Ihnen 10 Sekunden, Manuela. Andreas, ich liebe euch alle. Ja. Aber den Wagen auch, ich nehme ihn. Sie nehmen den Wagen? Ja. Scheint sich für den Wagen? Ja. Oh, aber alles klar, bestens. Ja. Den Glückwunsch. Ich nehme den Wagen von ganzem Herzen. Danke. 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 Ja. Oh. Gut. Kann ich jetzt schütteln, bis er fliegt? Nein, war doch nicht. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen uns dann morgen wieder mit drei neuen Kandidaten bei unserer Sendung Hopp oder Top. Ich hoffe, Sie sind alle wieder dabei und haben noch einen schönen Abend. Tschüss. Viele Grüße nach Karlsruhe heute speziell. Tschüss. Ja, und nach Lübbenau sowieso. Und nach Cottbus und alle. Tschüss. In Zusammenarbeit mit Tele 5. Hopp oder Top. Geldinnen in